Okay, jetzt nochmal die letzte. Oh, was hat der denn gemacht? Hat keiner Blöcke? Hast du Blöcke? Nein, ich hab keine Blöcke. Der letzte muss doch. Oh nein. Komm, ja, der hat Blöcke. Komm, Bro, du hast doch. Du hast Blöcke mach in der doch, Hand. Robin, Mann. Ja, Robin. Er hatte. Robin, mach Robin! Wir mach haben doch. Robin. Robin, was ist los mit dir? Du hast. Und er springt einfach wieder in den Tod. Ja, oh Leute. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Tag der Bad Wars Woche. Heute versuchen wir uns mal wieder an der kranken Map China zusammen mit Mr. Moore Game. Hallo. Hallihallo. Ja, China ist natürlich mein Spezialgebiet. Ja, das ist auch. Da kennt nicht die ganzen 6x Vierer-Runden auf meinem Kanal. Ja, stimmt. Die legendären. Aber ich meine, die Runden, also ich probiere die Maps eigentlich relativ oft mal mit ein paar Leuten aufzunehmen, aber es ist. Ist einfach, die Maps sind so schwer, weil sie einfach auch mit so vielen Spielern gezockt werden. Da kann alles schief gehen. Das ist einfach völlig verrückt. Aber ich muss sagen, dass ich hier einmal, glaube ich, das beste Team ever erwischt habe. Also Die waren so gut, das hat so viel Spaß gemacht, weil die haben irgendwie alles komplett ausgebaut, haben die Gegner die ganze Zeit in Schach gehalten und das war schon richtig, richtig krass. Also wenn ich privat Bad Wars spiele, dann habe ich auch so eine feste Gruppe aus 6 Mann, mit denen wir im TS sind. Okay, dann krass. Macht das Spaß. Ja, okay, das ist ja fast dann wie eine Spezialeinheit. Ja, das ist dann wirklich so, du beherrschst die Map, weil jeder sagt, was abgeht. So. Ja. Okay, jetzt nochmal die letzte. Oh, was hat der denn gemacht? Hat keiner Blöcke? Hast du Blöcke? Nein, ich habe keine Blöcke. Der letzte muss doch. Oh nein. Komm, ja, der hat Blöcke. Komm, Bro, du hast Blöcke mach in der Hand. Robin, Mann. Ja, Robin. Er hatte. Robin, mach Robin! Doch. Wir haben noch. Robin. Robin, was ist los mit dir? Du hast. Und er springt einfach wieder in den Tod. Ja. Warte mal. Robin. Robin. Bau. Oh. Bau, please. Robin? Ja? Ja, komm schon. Ey, jetzt haben die sich Robin. Alle natürlich, jetzt hat Team Rot sich da komplett. Robin! Er steht da und sagt Frieden oder so, was weiß ich. Ja, obwohl er. Oh nein, die ersten haben Bogen. Ich höre schon, oh Gott. Zurück. Einfach einen Bogen. Ey, Schon der beste Anfang ever, Mann. Vor allen Dingen reden wir gerade so über das Thema, ja, gute Teams oder mal was richtig. Und dann chillt Robin da vorne, Alter, hat den Block einfach so easy going. Und der eine immer noch am Dings hier, oh. Leute. Ja, der Robin. Ja, Robin, was ist los mit dir? Da kann man ja nicht mal irgendwie so davon ausgehen, dass er irgendwie, keine Ahnung, ein Anfänger ist oder so. Ja. Weil, ich meine, er hatte den Block ja einfach in der Hand. Robin, ich hoffe, du siehst das Video, wir hassen dich. Nein, das nicht, aber. Es war uncool gelöst, sagen wir mal. Robin, das nächste Mal, kleiner Tipp, und vor allen Dingen unser anderes Teammate ist einfach jedes Mal in die Tore gesprungen. Ich bin in der Mitte. Okay, nice one. What? Ein Team ist schon draußen, nice. Im Rot wurde von. So, zeig ich, ey, jetzt, ich hole mir mal Ausrüstung, dann würde ich auf jeden Fall mal ein bisschen gesnuselt. Hast du schon ein bisschen Gold ergattert oder gehst gar nichts, ich gehe gerade einfach nur zu gelb. Okay. Warte mal, ich brauche irgendwas zu essen. Dann tot. Ja! Ja! Juhu! Das war voll geil! Leute, auch nochmal zur Erklärung, guck mal. Ach, da vorne. Ja, das ist ja kein Problem. Viele sagen immer, ich würde Edgar bei Bad Wars essen, aber hier steht nur Steak, Leute. Das ist nicht Edgar. Das ist kein Schweinefleisch. Das ist was anderes. Gepresstes, keine Ahnung. Oh, außerdem leben wir noch nebenbei koscher. Ja, alles. Ich verstehe das. Was bedeutet Halal und Haram? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, koscher ist eine jüdische Lebensart zu leben, irgendwie. Ich glaube, dass bei koscher muss das Fleisch auch koscher sein. Ich weiß, man sagt doch immer, das ist nicht koscher. Aber ich verstehe nicht, was koscher sein soll in dem Moment. Da muss man sich mal irgendwo informieren. Ne, koscher ist, glaube ich, irgendwie so, das muss auf eine bestimmte Art und Weise gehalten werden. Ne? Ja, zubereitet, aber auch irgendwie. Oh Gott, hier werde ich jetzt sterben. Auch gehalten, wa? Na, verdammt! Ja, irgendwie so. Also ich weiß ja nicht, vielleicht kennt sich da jemand von den anderen irgendwie so ein bisschen aus, was da so koscher etc. bedeutet. Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Vielleicht lebt ja sogar jemand von euch koscher. Ja, da kann ich mir gut vorstellen. Oh, ich höre hier gerade irgendwie jemanden Schaden. Ach, der eine ertrinkt. Was machst du, Bro? Du ertrinkst. Er ist AFK. Okay. Bestes Team ever. Ist natürlich gut, in der Bronzequelle AFK zu gehen, ist immer guter Vorteil. Ja, der hat auf jeden Fall sicherlich kein das Eisen und kein. Das ganzen Team. Extrem, oh kann man nicht anders sagen. Und da vorne. Alter, bist du schon wieder in the middle oder bist du noch in the base? Ich bin so ein bisschen in the middle. Okay, warte mal, ich muss unbedingt. Weil, wenn wir da zu zweit rumlungern, dann können wir da auf jeden Fall. So, hast drei Leute runtergekickt in der Mitte. Sauber.
Du Tier, Digga. Kommt da voll equipped, Herr Grüner kommt jetzt hier an. Er guckt schon so richtig grimmig. Er steht da und denkt sich so, den töte ich. Das ist eine verrückte Hund. Oh, zeig ich ihn ja nicht. Ah, wieso habe ich mir das jetzt gerade doppelt geholt, ich Dummkopf? Was ist los mit mir? Zack. Du kommst doch auch aus dem Norden, noch ein Gefühl. Ich bin Norddeutscher, ja. Du kennst so Karneval und so ist hier doch auch völlig fremd. Moin, richtig? Moin, wie der Bremer sagt, ne? Moin. Du guckst doch auch. Oh, warte mal, nee, du bist bei uns. Du bist ein bisschen morgen. Ich werde zum Beispiel, also wir in Bremen, oh Gott, finden, ich kenne hier keinen Karneval feiert. Die denken hier, alle sind irgendwie behindert. Nein, der darf mich nicht runtergeschlagen. Oh, bitte, eine. Nein, ich bin gut equipped. Wurde runtergeschlagen? Nein, er hat ihn runtergeschlagen. Okay, wieso? Also wir in Bremen denken auch so, was ist da los? Nee, ich kenn im Grunde genommen immer nur Fasching. Das ist ja das Einzige. Ja, das heißt bei uns Fasching, das machen ja, genau, wir die Kinder. So in der Schule. Jo, das ist bei uns Fasching. Also so kenne ich das von früher. Also ich habe noch nie, bei uns gibt's das gar nicht, so Karneval und so. Das ist bei uns, ne? Gibt's woanders. Ja, da gibt's ja hier, wo sie alle komplett escalaten. Oh, warte, da kommt ein Grüner. Oh Mann, ich habe 2 Gold. Wo sich von rechts... Oh, muss der Morgit einmal durch? Ja, ich habe kein Ding. Warte. Der kommt jetzt runter, wir müssen ihn... Zack. Okay, ja, okay, der nicht mal eine. Wieso hat der sich kein Schwert geholt? Der alte Lumpi. Er ist runtergefallen. So. Ja, du wolltest doch irgendwas sagen mit Moin Moin. Dann hast du ja, stimmt, Jim. Guckst du auch mal Rocket Beans Moin Moin? Ja, super. Oh, das ist so geil. Ich liebe Rocket Beans. Vor allem Moin Moin, ey. Ja, vor allem, dass sie jetzt auch dieses Mopa-Ding haben. Und sich dann die Mopa sogar noch so mitmacht. Die Mopo nennen die sich, Mopo, nicht Mopa. Ja, doch noch, das habe ich ja mit Absicht gesagt, weil so, den Namen darf man ja nicht aussprechen. Ach ja, stimmt. Ja, mittlerweile ist es ja, hat sich alles zugespitzt. Sie haben ja das Hashtag in Gewahrsam genommen. Die Leute, die das überhaupt nicht kennen, denken sich jetzt auch, was? Rocket Beans ist, für die Leute, die das vielleicht nicht kennen, früher von Giga und damals von Game One oder ehemals Game One, haben jetzt so einen 24/7 Twitch-Channel aufgemacht. Und ist echt, also kann ich wirklich nur jedem... Ach, wir sind ja Team Blau. Nur jedem ans Herz legen. Ist wirklich ziemlich, ziemlich cool, jo. Und vor allen Dingen Moin Moin finde ich einfach richtig cool. Am Morgen einfach mal so ein bisschen was gucken. Und meine rechte Maustaste spinnt schon wieder so ein bisschen. So, warte mal, Team Rot verbarrikadiert sich, weil die sowieso schon down sind. Zack, und den alten... Oh Gott! Ach, der boxt mich nur. Alter Schwede, wo kam der denn her? Oh, der schlägt mich nur ein bisschen, das passt schon. Der haut nur ein bisschen, das ist alles kein Problem. So, warte mal, du, Alter... Louis, warte mal, die muss ich von der Seite erwischen, dann fallen die da auch runter. Jetzt Team Gelb, okay, die haben sich echt richtig gut equipped. Abgesehen von dem einen, aber Team Grün stehen da auch alle komplett. Oh, jetzt, wir sind da gerade runtergefallen. So, ich habe jetzt auch endlich mal wieder ein bisschen Equipment. So. Nice. Zack, Alter. Leider okay, keine Spitzhacke. Spitzhacke. Ja, dann müssen wir mal gucken, wen wir, ich weiß nicht, Team Grün... Das ist die Frage, wer von denen einen Bogen hat, weil dann können wir da eigentlich ganz gut reinrushen. Guck mal, eher die Gelben haben eher einen Bogen. Ja, stimmt, Vorsicht, da ist auch einer mit dem Bogen. Dann lass uns lieber, wenn Team Grün irgendwie versuchen zu erwischen. Vorsicht. Oh, der Experte. Oh, jetzt gehst du aber ziemlich in die Offensive. Ja, aber da ist direkt jetzt der Bogentyp. Au. Oh. Ja, warte, ich komm mit. Ich stehe direkt dann hinter dir. Dann müssen wir direkt hier, nee. Der schießt direkt auf dich, da siehst du keine Sonne aktuell. Ist die Frage, brechen wir denn ab, gehen wir zu Team Grün, weil Team Grün geht jetzt wahrscheinlich wieder in die Mitte. Ja, ich würde sagen, wir brechen ab. Also, oh ja, okay. Wir treffen den halt nicht. Oh Gott, ich muss sofort... Mitte und ich camp hier und schub sie runter, wenn sie kommen. Okay. Oh, das sind jetzt... Ich bin jetzt hier der böse Camper. Oh, jetzt kommen sie beide. Okay, das werde ich nicht überleben. Oh, ich sehe dich. Oh, ich habe den einen genatzt. Jetzt nur noch den anderen. Jawohl, okay, das habe ich überlebt. Nice one. Okay, der andere. Ah, der eine von unserem Team hat auch einen Bogen. Guter Mann. So, wenn wir jetzt den noch unterschießen. So einer von den Gelben hat nur einen Bogen. Ja, es wäre richtig gut, wenn du jetzt zu Team Grün kommen würdest. Weil dann können wir die auf jeden Fall ausschalten. Ja, ich dreh mal um. Weil jetzt sind wir hier, haben wir komplett gerade die Mitte. Ich werf mal einen von unseren Dudes, lieber ein bisschen Gold hin. So, hallo. Ich hab aber keine Blöcke. Ja, das ist nicht so schlimm. Du musst im Grunde genommen so ein bisschen den Weg freischaufeln, falls mir jemand zu nahe kommt. Weil ich habe eine Eisenspitzhacke. Und dann können wir da auf jeden Fall was reißen. Sauber. Oh. Tier, Digga, Tier. Okay, perfekt. Alter, du bist so richtiger... Oh Gott. Warte mal, ich mach frei. Vorsicht. Alter, du bist eine alte Kampfmaschine. Okay, jetzt werde ich auch einfach mit drauf. Okay, jetzt müssen wir snacken. Ich geh durch. Oh, die haben das Bett nicht eingebaut. Doch, die haben es eingebaut. Komm. Jawohl, ist weg. Der im Bett. Oh, perfektes Teamwork.
Ja, okay. Zack. Okay, alle gekillt. Komplett. Sauber, sauber, sauber. Dann wieder zurück in die Mitte. Oh. Einfach eine Kampfmaschine mit dem Knockback-Stick. Ich hab nicht mein Schwert gehabt. Echt? Ich hab die nur alle mit dem Knockback-Stick runtergehauen, ja. Also dafür sie aber ordentlich. Der Knockback-Stick ist mein Schwert, weißt du? Zack. Okay, den ersten. Oh, das ist einer mit dem Bogen. Beziehungsweise jetzt sind es mittlerweile zwei. Komm, ich sehe den einen, aber. Der eine kann eigentlich nicht mehr viel haben. Ich muss unbedingt was essen. Ich komm auch mal mit. Oh, hier ist ja ein Dingens. Fuck, er hat mich noch erwischt. Hätte er mich nicht erwischt, dann wäre ich rumgekommen. Oh Mist, jetzt ist der eine mit dem Bogen. Ich bin tot. Ja, oh das Gott, Problem oh sind Gott, diese Gott, mit dem Bogen. Halt. Ich habe hier gerade eine ziemlich ungünstige Position. Werde jetzt hier aber einfach mal ein bisschen campen. Ich hoffe mal, dass die anderen von uns noch hier rüberkommen. Ey, dann können wir das auf jeden Fall machen. Team Rot verbarrikadiert sich im Grunde genommen nur. Die chillen ihr Leben. Das ist eigentlich ganz gut. Ich equip mich gerade und komme gleich wieder. Okay, okay. Wie könnte ich da am besten... Ja, ich kann da nicht komplett rein. Okay, da kommt jetzt einer. Bisschen Mampf, ne? Warte mal, ich glaube, ich werde mal probieren. Okay. Hi. So, jetzt habe ich euch mal ein bisschen hier im Beschlag. Verdammt, jetzt hat er das dazu gebaut. Kleine Schlawine. Der ist nicht auf den Kopf gefallen. Kommt da nicht auch Gold eigentlich bei uns aus dem Ding raus? Ja, yeah, oh, okay, jetzt werde ich wieder... Doch, da müsste rein theoretisch auch Gold. Ich muss wieder zurück. Ah, ich habe ein Gold, Gott sei Dank. Kann ich mir jetzt auch mal hier. Zack. Alright. Gönn mir. Gönn dir. Naja, ich tue mir nur eine Spitzhacke. Aber ich gönn mir es. Oh, ich habe richtig, richtig Kohldampf, ey. Ich habe gestern richtig Weltklasse gekocht in meinem Vlog. Das war... Was? Du hast Weltklasse gekocht? Ja, das war ganz, ganz großes Kino. Oh, hier ist ein gelber. Ne, eigentlich habe ich nur so ein Uncle Ben's Fertigreis, 2 Minuten in die Mikrowelle. Dann hatte ich noch so leckeren Hirtensalat. Und dann gab es dazu noch, was habe ich noch da reingetan? Ach ja, so eine Arrabbiata-Soße. War wirklich tatsächlich lecker. Also das hat gut geschmeckt. Ja, weil du es gemacht hast. Ja, ne, ich habe es auch mit viel, viel Liebe gemacht. Aber die Meinungen gingen teilweise ein bisschen auseinander. Der eine oder andere meinte, es sehe eklig aus. Der andere meinte, oh, lecker, lecker, lecker. Aber es hat super gut geschmeckt. Ich meine, man soll das Essen auch nicht immer nach seinem Aussehen beurteilen. Ich meine, so ein... Ah, du bist schon wieder ja, direkt... Ich habe 2 Leute geholt hier. Ja, sauber. Die hier in der Kammer standen. Keine Ahnung, was sie hatten, aber ich habe sie runtergeholt. Vorsicht. Okay, jetzt drauf. Jetzt auf den Equipen. Okay. Ich komm... Oh, ich sehe den kaum. Oh, jetzt... Ah, ich darf nicht runtergeschlagen werden. Okay, ich gehe rein. Vorsicht, der muss down, Ja. Zack, okay. Ich geh durch. Nein, oh Gott, ich krieg von irgendwo Schaden. Ich werde mich einbauen. Zack. Okay, das müsste ich auf jeden Fall schaffen. Zack. Patz. Das Bett müsste... Hä, wo ist denn das Bett? Man sieht gar nichts. Okay, Bett ist weg. Okay. Sauber. Okay, Okay, einer lebt noch irgendwo. Okay. In der Mitte? Ist sicher oben am Weg, denn der ist sicher hinterm Haus. Okay, dann geh du mal links, ich guck hier rechts vorbei. Sauber, Jungs, schreibt der Blaue, ja, weil wir das Einsatztrupp sind hier. Das war wirklich wieder so ein Einsatztrupp. Du warst da wieder, hast den Weg freigeschaufelt. Ich habe mich da mit der Spitzhacke einfach Schaufel, ein bisschen... Ne? Ja, mit der weltberühmten... Nee, der scheint hier nicht zu sein. Muss hier irgendwo sein. Da unten, ich sehe ihn. Der steht ja im Abhang, ganz unten. Oh, der springt runter. Okay, perfekt, dann haben wir nur noch Team Rot vor uns. Die eigentlich sollten, die, ich meine, die haben nicht mal mehr ein Bett. Also eigentlich... Ich hätte beschossen mit Pfeilen, aber ich weiß nicht woher. Ja, wahrscheinlich von dieser komischen kranken Basis, die Team Rot sich da gebastelt hat. Ja, ne? Weißt du, dann holen wir uns jetzt einen Stärketrank, Enderperle, Goldapfel, Rennungsplattform und dann rüber. Oder ein Hund? One-Man-Army. Ja, ich meine, die haben ja... Warte mal, da steht einer mit einem Bogen. Ah, ne, der ist nicht AFK. Ja, im Grunde genommen, warte, ich habe 50 Blöcke. Da werde ich mich jetzt einfach mal ein bisschen, ich werde es zumindest probieren, ein bisschen nach vorne zu bauen. Zack. Hier eine kleine Wall. Warte mal, den Weg mache ich zumindest schon mal fertig hier. Zack. Ja, dann können wir hier mal richtig easy going einfach durchlaufen. Alter, stehen halt wirklich da oben überall. Das ist ja, im Grunde genommen müsste man wirklich versuchen, einfach 13 Gold rüberporten. Obwohl, wir bräuchten das mehr. Obwohl, warte mal, welches Team ist schon Team? Da steht schon einer von uns. Okay. Die snacken schon überall. Voll traurig, ja, weißt du. Wir schaufeln alles frei. Ja, und die gönnen sich. Und die gönnen sich.
Egal, ich werde jetzt einfach mal probieren. Ich glaube, die passen gerade nicht so sehr auf. Jeder Block zählt. Jeder Block. Alter, mein Block, yo. Ich bin relativ weit, ey, gerade. Ich weiß auch nicht, ob die mich nicht sehen oder nicht sehen wollen. Oh Gott, okay, jetzt hat mich da eine gesehen. Oh, Alter. Ja, die haben alle 1.8. Zack. Einer schreibt nicht drüber bauen. Hä, wieso nicht drüber bauen? Hat keine Lust. Er will nicht gewinnen, Alter. Ja, das Gefühl habe ich auch. Hey, nicht drüber bauen, dann ist vorbei. Hör auf damit. Du Arsch. Hey, schnell wieder zurück. Noch ein Gold, dann habe ich einen Eisengeschwert. Oh, wee. Ich gucke jetzt mal, was Team Grün hier zu bieten hat. Vielleicht haben die ja noch irgendwas in der... Nee, in der Kiste ist nichts. Aber ich baue im Grunde genommen auch nur Blöcke. Mehr will Pidizel gar nicht. Einmal, um sich da ein bisschen weiter nach vorne zu bauen. So. 3, bitte. Ach, warte, 2 Gold habe ich tatsächlich. Kann ich mit 2 Gold nehmen? Mit 2 Gold kann ich nichts anfangen. Da bringt mir nichts. Das bringt dir nichts. Nee. Ach, komm schon, warte mal. Da oben baut... Oh, warte mal, dich kriege ich. Hä? Wieso ist er auf einmal weg? Okay, irgendjemand portet sich zurück. Bist du da? Nein, ich bin das nicht. Okay. Dafür bin ich viel zu schlau. Dafür bin ich viel zu schlau. So, ja. Zack. Oh, warte mal, ich habe jetzt wunderschön, ich habe nicht mein Eisen zu schwer. Aber kein Sprung, ne? Okay. Der ist teuer, den will ich nicht. Warum bauen die sich da so eine... Ich verstehe auch nicht die Intention dahinter, warum man... Nein, ich bin so ein Dummkopf! Oh nein, ich habe den Sprung falsch eingeschätzt. Nein! Ey, wir können, wenn wir da durchrushen, dann kann man das schon schaffen. Weil ich bin richtig weit nach vorne gekommen. Ich hätte letztlich noch einen Block setzen müssen. Habe mich dann aber ein bisschen... Ich bin ein bisschen abgerutscht, muss ich sagen. Ist auch einfach... Ist rutschig da vorne auf China. Einen habe ich. Sauber. Okay, ich guck mal hier. Okay, unsere Dudes stehen irgendwie noch in the base. Zack, ein bisschen Go. Ich bin auf jeden Fall in der roten Basis drin. Okay. Warte, ich versuche jetzt auch ganz schnell noch zu kommen. Okay, vor allen Dingen unser blaues Team, also unsere anderen Dudes, stehen einfach in der Mitte und die scheint das irgendwie nicht so wirklich zu interessieren, dass da irgendwas abgeht. Okay, hab noch einen roten Tod. Okay, ich komme. Ich schluck mal meinen Heiltrank. So, völlig knackig. Ah, wir müssen das Bett ja gar nicht abbauen. Das ist mir jetzt erst eingefallen. Ja, noch einen roten. Sauber. Dann sind sie doch down. Es gibt nur noch einer. Aber wo? Der baut sich rüber. Siehst du das? Der baut sich rüber. Oh Gott, okay. Da hinten. Ja. Der baut so einen langen Weg. Ich guck mal, ob so ich den von der... So ein Nauleiber. Nein, Spaß. Jawohl. Oder gestorben. Der ist einfach... Ich hab 10 Kills gemacht, die Runde. Yeah. Bam. GG, sag ich dazu mal. Machen wir so ein GG-Gesicht. Alter Schwede, da haben wir die Map China einfach mal wieder geschafft. Einfach mal 10 Kills gemacht. Easy. Meine Damen und Herren, wenn euch diese schmackotastische Runde gefallen hat, dann lasst doch sehr, sehr gerne eine kleine Bewertung da. Schaut auch auf jeden Fall bei dem lieben Mr. Moorgame vorbei. Der ist natürlich ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann wünsche ich euch allen noch einen angenehmen Tag. Haut rein. Ciao.